Ich habe die Lösung für diese ganze Problematik. Ja. Hey, cool. Wir wissen nämlich alle, ja, und jeder, der sich informieren will, kann sich das im Internet anschauen. Ja. Das Problem ist, die Finanzwirtschaft, ja, ist der Feind der Realwirtschaft. Ja. Und aufgrund dieser Gesetze, die sich da geformt haben oder die geformt wurden, ja, stecken wir in dieser ganzen Krise drin. Und das ist kriminell, das ist wirtschaftskriminell. Ja? Das ist eine kriminelle Finanzmafia, die sich seit mehr als 100 Jahren ein kriminelles System da entwickelt hat. Ja? Und es ist nichts einfacher als das, die ganzen Vermögen, die da kriminell erwirtschaftet worden sind, die werden restituiert an die Völker und an die Menschheit und an die Menschen. Das ist die eine Sache. Ja, und das müssen wir natürlich umsetzen und das heißt, wir müssen nach Den Haag gehen und wir müssen das anzeigen bei unseren Behörden, wir müssen das weltweit anzeigen, die Verantwortlichen, die für dieses System verantwortlich sind, das sind Kriminelle. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es hat ein kommunistisches Manifest gegeben und das hat politisch sehr viel verändert in Europa und in der ganzen Welt. Ja, nur wir wissen, der reale Kommunismus, das war ein Sklavensystem, ja, und das war nichts. Ja, obwohl es gut gemeint war und idealistisch, es war nichts. Fakt ist, wir brauchen ein neues Manifest. Und ich nenne das nicht das kommunistische, sondern das realistische Manifest. Und das ist realistisch. Ja? Und zwar, was machen wir? Es ist nichts einfacher als das. Wir konsequent folgen wir dem kommunistischen Manifest, ja? Und wir fordern und wir verlangen die Abschaffung des Privateigentums an Banken und Versicherungen. Abschaffung des Privateigentums an Banken und Versicherungen. Ich sage es nochmal, damit ich es dreimal gesagt habe. Abschaffung des Privateigentums an Banken und Versicherungen. Umwandlung aller Noten- und Geschäftsbanken zu Sozialbanken. Ja? Die zinsfreie oder zinslose Kredite an alle, prinzipiell an alle, im Speziellen an die Klein- und Mittelbetriebe, an die nationalen Klein- und Mittelbetriebe und an die Jungfamilien vergeben. Ja, das ist die Lösung und wir werden ein Volksbegehren starten hier in Wien und wir sind sicher, die Griechen sind die Ersten, die mitmachen werden und dann die Spanier und dann die Italiener. Abschaffung des Privateigentums an Banken und Versicherungen, Umwandlung in Sozialbanken, ja, das ist unsere Forderung. Ja. Und keine Massensteuern, sondern Deliktsteuern. Es soll alles besteuert werden, das schädlich für die Menschheit ist, das giftig ist, das die Umwelt verpestet, das umweltschädlich ist. Ja. Damit es wirklich eine Steuerung gibt. Ja. Die Politik soll steuern, Steuern sollen steuern und Steuern sollen nicht einfach Raub sein. Ja, und das ist es. Also wir wollen den Systemwechsel, die Systemtransformation, die Metamorphose und das ist möglich weltweit gemeinsam. Weil jeder hat einen Kredittrainer und das sind alle für uns. Ja, alle sind für uns. Ja, es gibt niemanden und sogar die NSA-Agenten haben alle einen Kredittrainer. Ja, wir haben eigentlich alle Lakaien, auch die was gekauft sind gegen uns, auf unserer Seite, weil keiner will Zins und Zinseszins so ein bisschen in aller Ewigkeit. Amen. Dankeschön.